Heute sind wir auf dem Weg zum Campingplatz. Leute, was ist das? Das ist ja ein UFO. Boah, das ist ein Alien. Hallo, Alien. Was ist los? Was ist mit dir passiert? Hallo, Vapo. Ich bin der Brookhaven Alien und ich bin hier gestürzt und mein UFO ist kaputt gegangen. Was? Dein UFO ist kaputt gegangen? Kann ich dir dabei irgendwie helfen, das wieder zu reparieren? Hier im Brookhaven-Wald bist du doch bestimmt nicht sicher. Vapo, das ist aber ziemlich nett. Ja, du kannst mir helfen. Und zwar musst du nur... Oh, pass auf! Pass auf, die Regierung kommt! Alien, pass auf! Die Regierung kommt! Die will dich festnehmen! Die Regierung kommt! Schnell, Alien, komm schnell auf meinen Roller! Wir müssen abhauen! Los, komm, beeil dich! Komm, jetzt mach doch schnell auf meinen Roller! Schnell, schnell! Ja, genau so! Und jetzt schnell abhauen! Wir müssen vor der bösen Regierung abhauen! Die wollen nur Experimente mit dir machen! Nein, dahin sind sie! Seht ihr das? Nein, ein Unfall! Oh Mann, das müssen wir noch hinkriegen. Wir hauen ab jetzt, wir hauen ab. Wir müssen leider dein UFO zurücklassen, aber ich werde dich retten. Das verspreche ich dir. Ich werde dafür sorgen, dass du wieder auf deinen alten Planeten kommen kannst. Oh Mann, ey. Danke, Vapo. Du bist echt nett. Du bist der netteste Mensch, den ich bisher kennengelernt habe. Aber du bist auch der erste Mensch, den ich bisher kennengelernt habe. Oh Mann, Alien, das war aber mal mega knapp. Wollen wir uns mal vorstellen? Also, ich bin Vapo. Und wer bist du? Ich bin Lisa. Okay, Lisa. Guck mal, da vorne ist eine rote Scheune. Und da werden wir jetzt hinfahren. Dort werden wir ein Versteck für dich finden. Da bin ich mir ganz hundertprozentig sicher. Hier vorne in der roten Scheune. So, hier können wir uns erstmal verstecken. Und dann reden wir erstmal über die ganze Lage. Also Lisa, du bist ein Alien. Und wie kann ich dir jetzt helfen, wieder zurück auf deinen alten Planeten zu kommen? Also, Vapo, das ist gar nicht mehr so einfach. Wir haben jetzt ja das UFO verloren. Du musst es wiederbekommen und reparieren. Aber dafür brauchen wir Hilfe von den anderen Aliens. Was? Es gibt noch andere Aliens? Und wie können wir die erreichen? Also, Vapo, du musst am Elektrizitätswerk den Strom anschalten. Und ich werde dann oben auf den Berg in Brookhaven stehen. Und wenn ich oben auf den Berg in Brookhaven stehe, dann kann ich mittels elektronischer Telepathie die anderen Aliens erreichen. Okay, dann ist das also unser Plan. Ich werde in das Elektrizitätswerk einbrechen und du wirst oben auf den Berg gehen. Und dann werden wir das Geheimnis lüften. Dann werden wir dein UFO wieder reparieren. Okay, auf geht's. Ich gehe jetzt zum Polizeirevier von Brookhaven, denn ich muss in das Elektrizitätswerk einbrechen. Und vorher muss ich leider im Polizeirevier von Brookhaven einbrechen, weil sich nur dort der Zugangsschlüssel dazu befindet. So Leute, auf geht's, ab zum Polizeirevier von Brookhaven. Wir müssen unbedingt die Zugangskarte finden. Los Leute, hier ist das Polizeirevier von Brookhaven. Oh Mann, ey. Oh Mann, jetzt müssen wir hier reinschleichen. Oh, wie es aussieht, ist hier keiner. Wie es aussieht, ist hier keiner. Okay, Leute, muss ich jetzt nämlich ganz langsam muss ich hier ganz vorsichtig durchgehen. Okay, hier ist keiner. Hier ist keiner. Oh Mann, Leute. Soll ich mir noch eine Waffe mitnehmen, Leute? Soll ich mir noch eine Waffe mitnehmen? Schreibt das mal in die Kommentare, Leute. Ich muss jetzt hier schnell in die letzte Zelle rein. Hier ist nämlich der Geheimgang, Leute. Das Secret, das befindet sich hier oben über dem Bett, Leute. Wir müssen hier reinspringen. So, wir springen hier jetzt hoch. Und jetzt sind wir hier in so einem Geheimgang, Leute. Und jetzt muss man hier ganz nah am Rand lang laufen, Leute. Und das machen wir jetzt mal. Und dann ist hier ein Geheimgang. Hier ist der Geheimgang. Und jetzt laufen wir hier weiter lang. Und dann sind wir hier. Dann sind wir hier in einem Geheimraum, Leute. Hier ist auch der Agent. Und jetzt gehen wir hier hinter dem Schrank. Hinter dem Schrank, Leute. Hier befindet sich eine blaue Karte. Und die haben wir jetzt. Und jetzt nehme ich die. So, und jetzt gehen wir hier raus. Gehen wir den Geheimgang wieder zurück. Und dann ganz schnell raus, Leute. Ganz schnell raus. Boah, das war aber knapp, Leute. Das war aber mega knapp, ey. Die hätten uns beinahe erwischt, ey. So, jetzt muss ich schnell wieder auf meinen Roller, Leute. Jetzt muss ich schnell wieder auf meinen Roller. Und dann brechen wir beim Elektrizitätswerk ein. Und dort werden wir dann den Strom abschalten. Und dann kann der Alien wieder zurück, Leute. Let's go! So, und ich muss jetzt zusehen, dass ich dort oben auf den Brookhaven-Berg komme. Und da werde ich jetzt hinlaufen. Los, Leute, komm mit! Ich werde Vapo nicht im Stich lassen, so wie er mich nicht im Stich lässt. Ich werde den größten Berg von Brookhaven erklingen.
Auf geht's, Leute! Auf zu dem großen Berg! Ich schaffe das. Ich werde Papo nicht im Stich lassen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, das wird eine Herausforderung. Aber die werde ich meistern. So, Leute, auf geht's mit dem Zugangsschlüssel zu dem Elektrizitätswerk. So, Leute, da vorne befindet sich auch schon das Elektrizitätswerk. Und dann werde ich den Strom abschalten. Und dann wird der Alien mit Hilfe elektromagnetischer Telekommunikation seinen anderen Aliens Bescheid geben können. Und dann wird er wieder in Sicherheit sein. So, Leute, wir sind jetzt hier beim Elektrizitätswerk. Und ich werde jetzt hier reingehen. So, und jetzt werde ich hier den Schalter umlegen. Los, Leute, und wir legen den Schalter um, damit der Alien wieder nach Hause kommen kann. Los geht's, bam. So, und der Schalter ist umgelegt, Leute. Und jetzt wieder raus, ab zum UFO. Auf geht's. Oh yay, Papo hat das Elektrizitätswerk ausgeschaltet. Jetzt kann ich mit Hilfe der telekommunikationischen Kommunikation meine anderen Alien-Freunde rufen. Los geht's, auf geht's. Ich werde jetzt meine Leute rufen. Los, kommt her, Leute, ich brauche Hilfe auf dem Planeten Erde. Mein junger Freund Papo hat mir geholfen. Und jetzt müsst ihr mein UFO reparieren. So, ich bin jetzt wieder bei dem UFO. Oh nein, was ist das? Das ist das FBI. Das ist die böse Regierung. Die will mich festnehmen. Nein! Los, Papo. Hände hoch. Du bist verhaftet wegen Unterstützung einer außerirdischen Spezies. Dafür wirst du für den Rest deines Lebens ins Gefängnis wandern, Papo. Das lässt sich die Regierung nicht gefallen. Nein, ich will nicht ins Gefängnis. Aua, sie haben mich angeschossen. Hey, halt! Lass sofort Papo frei! Wir haben dir geholfen! Ihr seid die böse Regierung! Lass ihn sofort wieder frei! Oh, Lisa, du bist wieder da, um mich zu befreien! Dankeschön! Ich wusste doch, dass du ein nettes Alien bist! Was man von diesen bösen Regierungsleuten hier nicht behaupten kann, das sind ganz böse Menschen! Sei ruhig, Papo! Oder ich werde dich erledigen! Nein, das wirst du nicht! Ich habe hier meinen besten Alien-Freund dabei! Der mir jetzt mein UFO reparieren wird. Und der wird dich fertig machen. Das verspreche ich dir. Was? Das hat funktioniert? Ja, yippie. Du hast deine Alien-Freunde gerufen. Super. Dann kannst du jetzt wieder nach Hause fliegen. Kümmere dich nicht um mich. Ich werde schon mit dem FBI-Agenten fertig. Also dieser mutige Junge, der hat dich gerettet? Na dann werde ich ihn auch retten. Los, Attacke. Ich komme und mach dich fertig. Ich werde dich retten, Papo. Ich werde dich retten. Los und Alien-Attacke. Let's go und boom. Haha, dankeschön. Du hast mich befreit. Ich wusste doch, dass ihr Aliens einfach nur nette Wesen seid. Das wusste ich direkt, als ich euch gesehen habe. Ihr seid so nett. So, und jetzt müssen wir Lisas UFO reparieren. Los, Leute, kommt schnell das UFO reparieren, bevor noch andere Regierungsleute kommen. Oh ja, gute Idee, Bapo. Komm, ich repariere das mal eben schnell. Wow, das UFO ist repariert worden. Und jetzt kann Lisa wieder zurück. Lisa, was sagst du dazu? Danke, Bapo. Du bist einfach der Beste. Du bist der beste Mensch auf der ganzen Welt. Ach, sag doch nicht sowas. Ich wollte einfach nur das Richtige tun. Okay, Lisa, komm, mach dich bereit. Wir müssen jetzt wieder los. Ich gehe in mein UFO und du gehst in deins. Stimmt, du hast recht. Bis zur Andromeda-Galaxie ist es noch ein weiter Weg. Tschüss, Papo. Wir werden uns bestimmt bald mal wiedersehen. Das verspreche ich dir. Okay, danke, Lisa. Ich wünsche euch einen schönen Flug. Tschüss. Oh Mann, und da fliegen sie hin. Und du, schau dir jetzt das Video auf der rechten Seite an.